Moin, damit herzlich willkommen zu einem weiteren Squad-Builder. Es kam mir jetzt schon über 4 Monate kein Squad-Builder mehr. Das heißt, es ist höchste Zeit. Und ja, das ist No Link Wasted Team. Es ist einfach nur übertrieben nice. Mit unter anderem einer Inform. Aber wir beginnen erstmal mit der Verteidigung. Wir starten mit dem Keeper. Das ist hier Bernd Leno. Ich habe mit dem Team insgesamt 11 Spiele gemacht. Und der Bernd Leno auf jeden Fall ein übertrieben guter Keeper, kann ich ihm empfehlen. Kostet mittlerweile auch nur noch, ich glaube, 2000 Coins oder so. Also auf jeden Fall überhaupt nichts. Und ja, kann ich nur jedem empfehlen, der einen deutschen Keeper sucht. Als Rechtsverteidiger haben wir Abate, der ist einfach nur so übertrieben gut. 92 Tempo und 80 Physis sprechen für sich selbst. Dazu hat er auch noch 75 Defensive und 76 Dribbeln. Er ist re recht klein, also 1,80 geht auf jeden Fall klar, aber er hat dazu noch Twister Skills und ist einfach nur so übertrieben gute Karte. Der rechte Innenverteidiger ist dann Antonio Rüdiger, dessen Unreal Beast schlechthin 80 Tempo, 76 Defensive und 78 Physis. Er ist 1,90 groß, hat sogar eine Tone Vorlage gemacht, also ist auch offensiv gar nicht so schlecht. Und ja, mehr gibst du dem eigentlich nicht zu sagen. Der zweite Innenverteidiger ist dann Naldo. Es ist ein absolutes Biest. Ist ein absolutes Biest. Da kann jeder sagen, was er will. 73 Tempo, 88 Defensive und 76 Physis. Er ist 1,98 groß. Das macht dann wieder seine Physis besser. Und es ist einfach nur ein Tier. Linksverteidiger ist dann Ricardo Rodriguez. Er ist nicht der schnellste, aber hat übertrieben gute Werte. Ja, ist einfach gut und ja, macht die Sache doch trotz seinem Tempo da sehr, sehr gut. Dann machen wir weiter mit den zwei zentral defensiven Mittelfeldspielern und dem einen offensiven Mittelfeldspieler. Dann machen wir weiter mit William Wanke, den ich auch in einem anderen Team habe. Deshalb hat er 36 Spiele, aber insgesamt hat er erst 11 mit dieser Mannschaft. Ist einfach nur übertrieben gut. Alles perfekt. Außer seiner Größe und den Spezialbewegungen, aber sonst 13 Vorlagen geht klar für 36 Spiele als zentral-defensiver Mittelfeldspieler. Der zweite zentral-defensive Mittelfeldspieler ist dann Ramirez, ein absolutes Tier. 88 Tempo als defensiver Mittelfeldspieler, richtig nice. Er war eher so der Defensivere und hat sich nicht so oft nach vorne bewegt. Als ersten zentraloffensiven Mittelfeldspieler haben wir dann Wissam Ben Yedder, also der Typ, der geht so ab. 11 Spiele, 11 Tore, 6 Vorlagen, 5-Star schwacher Fuß und 4-Star Skills. Schaut euch einfach mal diese Werte an. 83 Tempo, 83 Schuss, 80 Pass und 85 Dribbling. Also der geht ab wie was weiß ich was. Der kostet auch fast überhaupt nichts. Da haben wir zum einen das Silberbeast Dumbia. Ja, ist jetzt nicht so der mega offensive Spieler, aber meistens wechsle ich dann Ben Yedder mit Dumbia, damit er auch hinten mitspielt. Ja, ist ein übelst kranker Spieler. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Auch wenn er vorne nicht so viel macht, aber ansonsten geht er auf jeden Fall ganz gut ab. Der zweite offensive Mittelfeldspieler ist dann Oscar, der ebenfalls mal eine rote Karte gehabt hat. Ja, er war in Ordnung. Fand ich jetzt nicht so überkrass. Er hat ein paar Vorlagen gemacht, aber war in Ordnung. Der Stürmer ist dann Alexandre Lacazette, also das ist so ein Tier, der ist so überragend gut. 18 Tore in 10 Spielen. Ich habe ja auch mit anderen gespielt. Das sind unter anderem Bamba Anderson und Diagba. Die habe ich dann für Naldo und Rodriguez eingewechselt. Das ist die billige Variante für die beiden. Dann haben wir anstelle von Ramirez und Oscar haben wir Xavi und Aruca. Und anstelle von Lacazette und Dumbia haben wir Player und Trejo. Ja, die haben mir alle gut gefallen. Bei Madison habe ich schon öfters gespielt. Jagba. Ich habe nur ein Spiel mit den meisten gemacht. Ja, hier der Player, der ging auch übelst ab. Ein Tor, zwei Vorlagen. Ne, ein Spiel, zwei Tore und eine Vorlage. Geht ab. Und Trejo, dann auch nochmal ein Tor. Hier sehen wir dann nochmal das ganze Team in der kompletten Übersicht. No Links Wasted. Und das Team geht einfach nur übertrieben ab. Das ist so ein nice das Team. Dann würde ich sagen, wenn euch der Squad-Builder gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dann, haut rein und ciao.